Das Harvard-Team ist auf ein ausländisches Unternehmen aufmerksam geworden, das an einer hochinteressanten Konzeptstudie arbeitet. Hier wird an einer innovativen Technologie geforscht, die 100% umweltfreundliche Energiegewinnung verspricht. Es handelt sich hierbei um den sogenannten Puck Charger. Wir haben diese Technologie etwas genauer unter die Lupe genommen und wollten herausfinden, was wirklich dahinter steckt. Dafür haben wir zunächst Experten gefragt, die sich mit solchen Geräten besonders gut auskennen. Keine Ahnung. Könnte ein Sensor sein oder so. Die sieht aus wie so ein Stecker oder irgendwas. So ein Ladegerät, wenn man da reinstecken kann. Ja, sieht aus wie ein Knopf, aber schwer zu sagen, für was das gut sein könnte. Ich würde sagen, es ist elektronischer Anschluss. Okay, wofür könnte der sein? Beleuchtung? Ein Lichteffekt oder sowas? Ja, ich denke sowas vielleicht, irgendeine elektronische Komponente. Tatsächlich funktioniert der Puck Charger laut Wissenschaftler wie eine Art Dynamo, der kinetische Energie in Elektrizität umwandelt und diese in seinem Inneren speichert. Die Energie kann anschließend wieder absorbiert und elektronischen Geräten zugeführt werden. Unsere Agentur Harvard beschäftigt sich seit langem mit Innovation und Technologie, mit grünen Themen, mit Clean Technology. Wir sind immer wieder erstaunt, wenn wir sehen, was junge Startups so austüfteln. Und ich muss sagen, der Puck Charger ist eine ganz tolle Sache, die hat ein großes PR-Potenzial. Doch wie lässt sich diese grüne Technologie auf den Alltag übertragen? Zum Beispiel so. Oder so. So. Oder so. Und wie speist man diese Energie in den Puck?